Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem erneuten Trading-Video. Wir haben den Mini-Release gerade gestreamt von der Wildcard, Winter-Wildcard und so weiter. Und mir waren es leider nicht so viele Leute. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare mal. Also ich habe jetzt aber auch wieder auf YouTube gestreamt und ich will einfach wissen, wo ihr die Streams sehen wollt. Twitch werde ich nie vernachlässigen und so weiter, aber ich will einfach, jetzt sage ich mal, das Beste für euch auch rausholen. Deshalb sagt es mir sehr, sehr gerne, wo und wie und wo und was und bla, bla, bla. Weil, ja. Dann schreibt mir auch gerne in die Kommentare bitte, was ihr allgemein in dem Kanal ein bisschen sehen wollt, was für Trading-Sachen, wie ihr das aufgebaut haben wollt, weil so kann ich am besten aufbauen. Ich küsse jetzt schon mal euer Herz. Ich habe euch kleine paar Stream-Ausschnitte. Ich weiß nicht, ob das Video relativ lang geht. Ich hoffe es, dass ich es einigermaßen hinkriege. Ich glaube aber nicht. Ja, lasst sehr, sehr gerne eine Bewertung da, schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, weil die sind mir jetzt gerade ganz wichtig. Ich küsse euer Herz, let's go. Yo, Jungs, ihr seht es, man kriegt diese aus der chinesischen Liga für 200. Und jetzt, wartet mal, schaut mal, aus der CSL genau, und die gehen weg, direkt für 400 gehen sie direkt weg, ja. Also Coin schon mal verdoppelt, für 500 gehen sie auch direkt weg. Und für 550 gehen sie auch noch weg. Sprich, stellt sie für 500 bis 550 drauf. Ganz, ganz easy. Ey, Leute, ich krieg hier alle. Ihr könnt eure Coins vervierfachen damit. Für wie viel habe ich den gekauft? Für 200. 500 draufstellen. Für wie viel habe ich den gezahlt? 200. Für den habe ich 150 gezahlt. Verkaufe ich jetzt. Ich mache jetzt einfach eine Verdreifachung. Für den. Mal gucken, ob er gleich weggeht. Einfach eine Verdreifachung. Ganz, ganz easy dann. Ich zeige es euch natürlich, wenn sie weggegangen sind. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal den 19 Uhr Content an. Der 19 Uhr Content, so Squad Battles Partien. Schauen wir mal ganz kurz. Pandev, okay, der wurde ja eh schon geleakt. Mit 80 Beweglichkeit halt komplett uninteressant in meinen Augen. Der Herr, ein starker Schuss aus der Serie A. Aber ja. Finde ich jetzt eigentlich nicht so interessant. Dann müssten wir auch wieder einen neuen Token bekommen haben. Das schauen wir gerade mal nach. Hier, Winter Wildcard Challenge. Anforderungen. Gucken wir mal rein. Ja. Puzzle-Scheißdreck halt. Die Top-Partie. Achso, ja, die waren ja schon. Und ansonsten ist niemand draußen. Genau. Jetzt gucken wir noch ganz kurz bei den Zielen. Kam irgendwas bei den Zielen raus, Chat? Kam irgendwas bei den Zielen raus. Junior Messias kam, glaube ich, schon. Er war schon draußen. Ansonsten nichts, nein. Ja, einfach mal kurz mit einer Low-Budget-Trading-Methode die eingesetzten Coins verdreifacht. Ganz easy, ihr seht es jetzt hier. Innerhalb von einer Minute hat er sich jetzt verkauft. Und ich habe jetzt hier noch ein paar mehr. Die gehen wirklich weg. Also, Jungs, bietet für die Maximum 200. Und let's go. 200, 300. Ihr könnt eigentlich sogar bis 400 hochgehen und könnt nichts verlieren. So, jetzt ganz kurz zum Investieren. Die poste ich natürlich auch gleich auf dem Discord in dem Investment-Tipps-Ding. Und zwar wurden Partyback-SPCs wieder in den Files gefunden. Ich denke mal, die kommen nächste Woche. Wann nächste Woche, kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Ich habe euch wieder eine Liste gemacht. Es tut mir leid, diesmal habe ich vergessen, hier alles gerade hinzumachen. Aber ganz, ganz easy. So, und zwar reden wir über Informs. Informs braucht man zu 99%. Ich habe euch jetzt hier bestimmte Informs, die immer meistens sehr, sehr gut steigen. Die Dauer, seht ihr, sind alle mittel bis lang. Das Risiko ist 1 bis 5. Sprich, ihr könnt relativ wenig verlieren, weil sie relativ günstig schon sind. Und zwar haben wir hier zum Beispiel Delaney, Correa, Jovic, Alvarez, Tavernier, Berardi, David und Luzano. Alles die 84er Informs. Die Einkaufspreise stehen da, der mögliche Verkauf, Risiko und Dauer. Hier habe ich echt schon noch eine Info drunter geschrieben, damit ihr auch das ein bisschen zusammensetzen könnt. Die Partyback SPC wurde geleakt und deshalb könnten diese Karten wahrscheinlich, ich habe mich hier verschrieben, habe ich gesagt, wahrscheinlich gut ansteigen. Das ist halt es. Kauft einfach diese Spieler ein, die werden jetzt auch gleich im oder halt nach dem Stream im Discord gepostet unter Investment-Tipps, ganz, ganz easy. Und wir haben hier gerade noch was gesehen, das sehe ich jetzt gerade. Und zwar kamen drei Spieler raus,
Das schauen wir uns jetzt einfach auch mal ganz kurz an. Und zwar hier, ja. Luka Modric mit geistesgestörten Werten, in meinen Augen. Der neben So würde ich nehmen. Mit 94 Dribbling. Mit 94 Beweglichkeit. Okay, das hat er auch schon so. Der kriegt einfach plus 12 bei Defensive. Sehr, sehr, sehr stark. Finde ich sehr, sehr geil. Dann haben wir hier einmal noch Luke Bakio. Auch eine ordentliche Karte. Auch eine ordentliche Karte, muss ich sagen. Und David hier jetzt noch. Boah, was ist das für eine Karte? Okay, Jungs, die Karte ist ja geil. Die Karte ist ja pervers geil. Jungs, ich würde euch jetzt gleich empfehlen, geht hin und snipe diese. Also ich werde sie mir jetzt auf jeden Fall snipen, weil ich glaube, die hat nur eine Preisrange bis 130.000. Er hat 3 Sterne Skills, aber 5 Sterne Weakfoot und so. Und ich finde, die Karte sieht sehr, sehr, sehr spielbar aus. Sehr, sehr spielbar. Deshalb würde ich euch mal empfehlen, vielleicht ein oder zwei mitzunehmen. Ich nehme jetzt auf jeden Fall welche mit. Aber ich finde, der sieht sehr, 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 sehr gut aus. So Leute, ich bin gerade im Schnitt und habe noch gemerkt, ich habe euch eine Trading-Methode vergessen und ich möchte ganz kurz was zu David sagen. David sieht sehr, sehr stark aus, was ich damit meine, er ist gerade Instinkt auf allen Plattformen. Mit bisschen Risiko könnte ich mir bei so einer krassen Karte vorstellen, dass er eher 200 bis 300 kostet. Ihr könnt einen mitnehmen, aber mit Risiko, natürlich mit viel Risiko, wenn es um so Instinkt-Trading geht. Und außerdem möchte ich euch dann noch sagen, natürlich geht die MS2ZM-Methode sehr, 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 sehr stark. Was meine ich damit? Die MS2ZM-Methode könnt ihr entweder investieren und aufs Wochenende auscashen oder jetzt allgemein auscashen. Ihr könnt diese, die gehen als Beispiel aktuell für 1.500 sehr, sehr, sehr gut weg. Dann bietet ihr euch, snipet ihr euch für Maximum 1.300 und verkauft sie wieder für 1.500. Dann gibt es die zweite Option. Ihr kauft sie so günstig, wie es geht, einfach ein, egal wie, auch wenn ihr am Schluss 1.500 zahlt und bietet sie einfach UV an. Bei 1.500 wäre es circa bei 2.000, 2.100. So könnt ihr das machen. Das könnt ihr auch die ganze Zeit machen. Die dritte Option wäre jetzt einfach, ihr macht ein UV-Invest mit MS2ZM. Sprich, ihr kauft euch die Positionskarten MS2ZM ein, geht dann hin, tut sie UV, egal, also zu günstig einfach einkaufen, wie es geht, tut sie dann UV draufstellen für 2.300, 2.400 und versucht einfach so viel zu verkaufen, wie es geht. Das ist ganz klar. Immer eine Hundeliste voll machen, wisst ihr, weil da macht ihr richtig, richtig Coins. Für alle, die es nicht wissen, man macht wirklich Millionen damit. Und dann geht ihr aufs Wochenende hin, aufs Wochenende steigen die wieder ordentlich. Als Beispiel, am Wochenende haben die 1.800 bis 2.000 Normalpreis gekostet. Jetzt gerade kosten sie 1.400. Ich hoffe, ihr versteht 1.400, 1.500 circa. Sprich, sie steigen so oder so aufs Wochenende hin. Sprich, ihr könnt eigentlich jede Woche ein gutes, sehr, sehr gutes Investment machen oder ihr geht einfach hin und tut sie einfach die ganze Woche immer UV anbieten und dann auscashen am Wochenende. Ich glaube, es ist relativ simpel. Das werde ich nach meinen Investments auch machen. Dazu kommt aber nochmal ein ganz genaues Video. Ich küsse euer Herz. Lasst sehr, sehr gerne noch eine Bewertung da. Und jeder, der bis jetzt geschaut hat, Hashtag Fam. Ich will einfach wissen, wer noch hinter dran steht. Let's go.